Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, liebe Gäste, ich darf Sie auch im Namen meiner Vorstandskollegin Bianca Richard sehr herzlich begrüßen, heute nach so langer Zeit endlich wieder von Angesicht zu Angesicht hier im Max-Liebermann-Haus in unserer Stiftung Brandenburger Tor, der Kulturstiftung der Berliner Sparkasse. Eine kleine, feine Kulturstiftung, die in diesem Jahr 25 Jahre alt wird, also ihren 25. Geburtstag feiert. Seit 25 Jahren machen wir hier Kunst und Kultur, hier am Pariser Platz, hier im wiederaufgebauten Haus von Max Liebermann, mit Ausstellungen, zuletzt mit dem Atlas von Gerhard Richter und jetzt gerade im Aufbau befindlich mit den geheimnisvollen Zeit- und Ortsexpeditionen des Fotografen Michael Weseli und am Ende dieses Jahres zum 175. Geburtstag von Max Liebermann zeigen wir dann erstmals die Liebermann-Zeichnung des Berliner Kupferstichkabinettes. Liebermann zeichnet hier nur bei uns am Brandenburger Tor. Das ist eine wunderbare Liebermann-Sammlung. Liebermann hat alles ins Berliner Kabinett gegeben, das Beste in diese großartige Sammlung. Erst bei uns. Ferner vergibt diese Stiftung alljährlich Stipendien für ungefähr 10 junge Künstlerinnen und Künstler, die jeweils für ein Jahr ein Atelier in Grundschulen in Berlin und Brandenburg beziehen und dort vor und mit diesen Schülern und Schülerinnen Kunst machen, was immer das ist. Die machen ein Jahr lang Kunst mit Schülerinnen und Schülern in der Grundschule. Wir fördern weiterhin Schriftstellerinnen und Schriftsteller im Exil mit einem Preis für ihre Arbeitsvorhaben hier in Berlin. Und wir veranstalten Gespräche und Diskussionen zur Kunst und Kultur in Berlin, wie den heutigen Kultursalon, mit der hintersinnigen Frage, braucht die Kunst heute noch Mäzenatentum? Natürlich braucht die Kunst Mäzene, gerade heute in diesen schwierigen pandemischen Zeiten und in diesen furchterregenden Tagen des Krieges, braucht die Kunst jede nur denkbare Unterstützung. Denn nur Kunst macht die Zivilgesellschaft und nur die Zivilgesellschaft macht Kultur. So einfach ist das. Eine Fangfrage also, werden Sie sagen, formuliert dieser Kultursalon. Aber wird unseren Mäzenen eigentlich gedankt für ihr Mäzenatentum? Werden sie geschätzt, gepflegt und gehegt? Berlin und wie immer steht Berlin stellvertretend für Deutschland. Aber insbesondere das Mäzenatentum in Berlin kennt da auch ganz andere Geschichten. Geschichten des Vergessens, der Achtlosigkeit, des Missverstehens, der Respekt- und Rücksichtslosigkeit, ja der Pietätlosigkeit. Dass das neue Eingangsgebäude zur Berliner Museumsinsel, das Chipperfields James Simon Galerie, seit 2019 den Namen von James Simon trägt, des großzügigsten Mäzen, den die Berliner Museen je hatten, ist ein erst durch Privatinitiative bewirktes, spätes Zeichen öffentlicher Anerkennung. Und dass das Kulturforum am Tiergarten, dass alle staatlichen Museen dort über den zerstörten Wohnhäusern ihrer wichtigsten Mäzene errichtet wurden, dass die bis heute so intensiv anhaltende und sehr zu lobende Bautätigkeit der staatlichen Kunst- und Kulturinstitutionen die Quartiere ihrer einstigen Mäzene erinnerungslos überbaut, ist ein sehr bemerkenswertes Beispiel für die von Walter Benjamin vermerkte Verbindung von Kultur und Barbarei. Erst jüngst hat eine Initiative von Kunstfreunden es sich zum Ziel gesetzt,
mit einer Würdigung des herausragenden Ehepaars Johanna und Eduard Arnhold, hochbedeutende Sammler, etwa auch von Meisterwerken Manets, gute Freunde und gern gesehene Gäste hier bei Max Liebermann, Johanna und Eduard Arnhold, die ihre kostbare Bildergalerie einst direkt unter der heutigen Gemäldegalerie hatten, an sie und an die mit ihnen verbundenen und gleichfalls jüdischen Freunde, Frauen und Männer zu erinnern. Das ist das Ziel dieser jüngsten Initiative zur Würdigung des Berliner Mäzenatentums, viel beschworen und viel zu wenig bewusst. All diese Fragen diskutieren wir heute Abend hier auf dem Podium. Ich begrüße die Sammlerin Julietta Scharf, Großenkelin des legendären Sammlers Otto Gerstenberg, auch er ein Freund Liebermanns, Gerstenbergs wundersam über den Krieg gerettete Sammlung von seinem Enkel Dieter Scharf und dessen Tochter Julietta glücklich erweitert, ist heute im Museum Scharf-Gerstenberg in Charlottenburg zu bewundern. Ein fast singuläres Happy End Berliner Mäzenatentums angesichts der zahlreichen Sammlungen, die wir gar nicht namentlich nennen wollen, die Berlin in den letzten Jahren und noch gerade Monaten wieder verlassen haben, die alle gerne geblieben wären, die aber diplomatisch formuliert sich nicht genug wertgeschätzt fühlten. Weiterhin begrüße ich Julia Draganovic, extra aus Rom angereist, die Direktorin der einst von Eduard Arnhold ins Leben gerufenen und auch erbauten Villa Massimo in Rom, dem erlesensten Ort für alle Stipendien in den bildenden Künsten, Literatur und Musik, die Deutschland zu vergeben hat. Herzlich willkommen, Julia Draganovic. Und ferner diskutiert mit uns Roberta Busekian, Klangkünstlerin aus Triest, die Teil unseres Stiftungsprogrammes Max Artist in Residence in Schulen ist und mit den Schülern als Klangkünstlerin arbeitet. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Sie kann nicht bei uns sein, weil Ihre Tochter urplötzlich ganz schlagartig erkrankt ist. Und von daher als Klangkünstlerin schickt sie uns ein Audio, das wir dann einspielen werden mit ihren Statements. Und moderiert wird der heutige Abend von dem Begründer der Arnhold-Initiative, dem einstigen Feuilletonchef des Tagesspiegels, dem Schriftsteller, Kulturjournalisten par excellence, sehr herzlich begrüßt und immer gern gesehener Gast in unserer Stiftung Brandenburger Tor und die treibende Kraft, Peter von Becker, treibende Kraft auch dieses Kultursalons. Wir freuen uns zudem, dass Peter Raue, der Rechtsanwalt und Kunstmäzen, der Berliner Kulturbürger schlechthin. Wir freuen uns, dass Peter Raue diesen Abend heute mit einem Impulsvortrag einleiten wird. Ich weiß nie, was ein Impulsvortrag ist, aber wir werden das erleben, diese Impulse des Vortrags. Und Peter Raue ist der Wiederbegründer des Vereins der Freunde der Nationalgalerie und Jahrzehnte der höchst erfolgreiche und schlagkräftige Vorsitzende und heute der Ehrenvorsitzende dieses wohl feinsten Clubs in Berlin. Es ist so ähnlich wie der Jockey Club in Paris, also die Freunde der Nationalgalerie. Und Peter Raue kennt wie kein Zweiter die Erfolge und die Niederlagen des Mäzenatentums in Berlin. Man muss Geld in die Hand nehmen, lautet Peter Raues erstes Gebot für erfolgreiche mäzenatische Kunstförderer, um Geld zu verdienen. Genau diese private, diese zivilgesellschaftliche Unternehmertum im Bereich der Kultur und im Bereich der Kunst, aber fürchtet jede anständige staatliche Kulturverwaltung als Kontrollverlust. Wenn die anfangen, Geld verdienen zu wollen, dann haben wir überhaupt keine Kontrolle mehr. Und das ist das, was die staatliche Kulturverwaltung an dem Mäzenatentum immer etwas Dubioses. Mein lieber Peter, du weißt, wovon ich rede.
sei herzlichst willkommen zu unserer aller Belehrung und Unterweisung. Und bevor er jetzt hier ans Mikrofon tritt, noch mal eine zarte Bemerkung. Wir bitten Sie, Ihren Mund-Nasen-Schutz zu tragen, sobald Sie Ihren Platz verlassen. Und das müssen Sie dann, denn im Anschluss an unsere Diskussion bitten wir Sie zu einem kleinen Empfang in den zweiten Stock mit Brot und Wein. Und wir freuen uns, dass das auch wieder möglich ist. Jetzt aber freuen wir uns auf eine lebendige, lebhafte, perspektivreiche Diskussion, beginnend mit Peter Rauer und dann Peter von Becker und die Seinen. Dank all den Mitwirkenden und dank dem Team der Stiftung Brandenburger Tor, besonders Franziska Fenner, die diesen Abend hier heute vorbereitet hat, und Natascha Trieber für alle Kommunikation. Ich wünsche uns allen einen erkenntnisreichen Abend und herzlichen Dank Ihnen allen für Ihr Kommen zu unserem 25. Geburtstag. Dankeschön. Ja, meine verehrten Damen und Herren, das hätte ich mir eigentlich denken können, dass Peter Klaus Schuster etwa das sagt, was ich sagen wollte und auch sagen werde. Treu dem Karl Valentin-Motto, es ist alles schon gesagt, aber noch nicht von allen. Es lässt sich aus einer gewissen Wiederholung nicht vermeiden. Ich frage Sie, haben Sie jemals einer Veranstaltung beigewohnt mit einer so dummen Frage wie die, braucht die Kunst heute noch Mäzenatentum? Ich wusste ja auch, dass du sofort sagst, natürlich brauchen wir die. Die Frage ist auch so gar nicht so ernst gemeint. Nur die Story behind the Story wird uns zeigen, dass die Antwort gar nicht so einfach ist, wie es beim ersten scheint. Natürlich brauchen wir das Mäzenatentum. Ich soll mich auf 1,5 Stunden mit dem Impulsreferat beschränken. Ich will die Frage der Definition des Mäzenatentums hier nicht vertiefen. Ich mache es mal ganz kurz. Unter Mäzenatentum verstehe ich eine nichtstaatliche, also bürgerliche Förderung von Kunst ohne Gegenleistung aus Liebe zur Kunst, aus Liebe zur Sache, aus Überzeugung, dass Kunst und Künstler, ich erspare mir das Innen dahinter, gefördert werden müssen. Wenn das der Fall ist, dann hören wir die Politiker, die uns ja ununterbrochen erzählen, vor allem die Kulturpolitiker, dass die Kultur die Basis für Demokratie ist, für demokratisches Verständnis, dass es keine Kultur, kein vernünftiges Leben ohne Kunst gibt. Nur wenn es dann ums Geld geht, dann haben wir doch oft Ergebnisse, die uns erschüttern. Was wäre unsere Kulturlandschaft, ich beschränke mich auf Deutschland, ohne die unendlich viel und hier gar nicht aufzuzählen, mäzenatischen Organisationen, Vereinigungen, Siemens-Stiftung, Bertelsmann-Stiftung, Remsmann-Stiftung, die Villa Massimo, der Kulturgeist, der BDI, Giulietta Scharf-Scharf-Gerstenberg-Sammlung. Das ist ein klassischer Fall von Mäzenatentum. Jemand gibt seine Bilder, damit wir uns daran freuen. Und dann gibt es auch noch Ausstellungen. Es gibt sogar die Stiftung Brandenburger Tor, die ein Nachweis dafür ist, dass es dieses Mäzenatentum geben muss. Wenn man dann aber schaut, wie das de facto aussieht und wie notwendig, das heißt, jede notwendend das private Engagement ist, sehen Sie dann, wenn wir an die zahllosen Freundeskreise denken. Es gibt in Berlin eigentlich keine Kulturinstitution, ob Schaubühne, ob Hau, ob Deutsches Theater, ob die Häuser in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die nicht alle Freundeskreise haben. Und Freundeskreise sind in meinen Augen nichts anderes als demokratisierte mäzenatische Einrichtungen. Die Leute geben Geld, weil sie sagen, ich will, dass die Musik, dass die Schaubühne, dass die Nationalgalerie gefördert wird. Jedes Haus hat also eine solche Einrichtung. Und diese Einrichtungen verbergen die Obszönität der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und ihrer Geldgeber. Für 19 Museen gibt es in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz jährlich 1,1 Millionen Euro. Damit könnten 19 Museen
als Ausstellungsetat arbeiten. Die Kolder-Ausstellung, mit der die neue Nationalgalerie wiedereröffnet hat, kostet 2 Millionen. Nur damit Sie mal eine Vorstellung haben, was dahinter steht. Und es ist vielleicht zulässig, dass ich einen kurzen Blick auf den Verein der Freunde der Nationalgalerie, der mir natürlich nahe ist, lege. Peter Grauschulz hat gefragt, werden diese Vereinigungen auch hochgeschätzt? Die letzten 37 Ausstellungen in der Nationalgalerie, Alte Nationalgalerie, Neue Nationalgalerie, Hamburger Bahnhof, sind ausschließlich vom Verein der Freunde der Nationalgalerie finanziert worden. Es gäbe sie nicht ohne diesen Verein. Sie glauben doch ja nicht, dass die Wertschätzung so weit geht, dass man bei der Neubesetzung dieser Häuser wenigstens mal mit dem Verein redet, was er für Vorstellungen hat, vor allem Vorstellungen hat, angesichts der ins Haus stehenden, aber sehr langsam ins Haus stehenden Reformen in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Wir haben dieses Ergebnis, wer die Neue Nationalgalerie, wer die Hamburger Bahnhof leitet, aus der Presse erfahren. Man kann ja darüber nachdenken. Ich habe mal gesagt, man darf die Mäzene, die sich engagieren, nicht als Zapfsäulen missbrauchen. Gib mir dein Geld und lass mich in Ruhe. So läuft ein vernünftiges Mäzenatentum nicht. Und da reflektieren wir schon die Frage, brauchen wir ein Mäzenatentum? Das heißt, sind die durch die Mäzene geförderten Einrichtungen bereit, mit ihren Mäzenen zu reden, zu gestalten und Überlegungen anzustellen? Bernd Schulz, der gerne als der regierende Bürger Berlins bezeichnet wird, hat im Jahre 2005 oder 2004 festgestellt, dass kein Mensch in Berlin weiß, wer James Simon war. Selbst die Direktoren dieser Häuser haben den Namen nie gesehen. Unter keinem Werk, nicht einmal unter der viel zitierten Grande Dame von Berlin, der Nofretete, stand auch nur ein Geschenk von James Simon. Die Namen gab es nicht. Dies hat er nicht ertragen und hat 1 Million mit 10 Menschen, 100.000 gesammelt, um die Stiftung James Simon zu gründen. Das ist Mäzenatentum und auf das kann man nicht verzichten. Gäbe es diese Stiftung nicht, die ich schmerzvoll in Auseinandersetzungen mit der Verwaltung leite, gäbe es nicht den Namen der James Simon Galerie und die vielen anderen Hinweise auf seine Werke. Wer immer noch nicht weiß in Berlin, wer James Simon war, der scheint sich einfach nicht zu interessieren. Bernd Schulz entdeckt dann, dass es in ganz Deutschland niemanden gibt, der sich um ein Exilmuseum gekümmert hat. Die Frage stellt, ob man nicht ein Museum, was macht das Exil, im Wesentlichen natürlich Exil aus dem Dritten Reich, aber nicht ausschließlich, mit den Menschen, mit der Kunst. Er trennt sich von heute auf morgen von seiner sensationellen Zeichnungssammlung, erzielt einen Erlös von 7 Millionen. Das ist der Grundstock dafür, dass der Wettbewerb und die Entscheidung für das Exilmuseum entstanden ist. Bis heute keine Mark aus öffentlichen Geldern, aber das Museum wird kommen. Hinter beidem steht die Erkenntnis, dass die Nationalsozialisten mit ihrem radikalen Antisemitismus nicht nur Menschen vertrieben, ermordet haben, sondern sie auch aus dem Gedächtnis gestrichen haben. Und ich bin überzeugt, dass die James-Simon-Initiative einerseits, die Arnold-Initiative, auf die ich noch komme, andererseits die Ursache dafür sind, dass wir dem Vergessenen nachgehen. Lassen Sie mich in einer Minute 3 Beispiele aus dem Musikbereich bringen. Eugen Engel, nie jemand gehört, schreibt im Jahr 1933 eine Oper, Käthe Minde. Die Gebildeten wissen, dass es eine wunderbare Novelle von Theodor Fontane ist. 1933, die Oper wird nie aufgeführt. Er selber wird 1943 nach Westerbork und dann nach Sobibor verschleppt und dort ermordet. Magdeburg, ich sage nochmal, Magdeburg hat diese Oper vor wenigen Wochen herausgebracht. Sie kriegen keinen Stehplatz für eine dieser Aufführungen. Kein Mensch hat jemals dieses gehört. Jaromir Weingarten, ein berühmter Komponist, den keiner von uns kennt, schreibt im Jahre 27 eine wahnsinnig schöne Oper, Schande der Dudelsackpfeifer. Die wird 1927 aufgeführt in Prag, ist ein Welterfolg, wird in allen Opernhäusern Deutschlands gespielt und seitdem vergessen, wenn nicht Koski sie vor einigen Tagen oder Wochen ausgegraben hätte, eine Oper zum Schwachwerden, schwachsinnigsten Stoff der Welt, aber die schönste Musik, die man sich vorstellen kann. Paul Abraham bringt Balsavoy am
23. Dezember 1932 mit einem wahnsinnigen Erfolg heraus. Sie wissen, dass 4 Wochen später die Nazis an der Macht sind und es gibt keine weiteren Aufführungen. Nach 80 Jahren Wiederaufführung in der Komischen Oper. Das könnten Sie in jedem Gebiet und auf jedem Feld genauso finden, die Vergessenen. Und zu diesen Vergessenen gehört das Ehepaar Johanna und Eduard Arnold, Peter Schuster hat darauf hingewiesen, die Mäzene mindestens im Geist von James Seymour hat, vielleicht, ich will nicht messen, wer mehr gegeben hat, das ist ja albern, aber was sie an Kunst gegeben haben und Höhepunkt und Zentrum bis zum heutigen Tage, Villa Massimo. Denken Sie, dass in der Villa Massimo, dass irgendwo in Berlin ein Schild ist, das nur darauf hingewiesen hat, dass Sie die mal gewohnt haben. Nichts. Und das Mäzenatentum finde ich in diesem Bereich so wahnsinnig wichtig, weil dort etwas wachgerufen wird, worum sich die öffentliche Hand überhaupt nicht kümmert. Sie glauben doch nicht, dass irgendeine öffentliche Hand sich um James Seymour, Paul Nathan, das Ehepaar Arnold gekümmert hätte. Das ist private Initiative und ohne diese werden wir geschichtslos, werden wir das Vergessen, das die Nazis eingeleitet haben, sozusagen als Dauererbe mit uns führen. Insofern brauchen wir Mäzene, wir brauchen sie geradezu so existenznotwendig. Und jetzt will ich ganz kurz eine andere Frage aufwerfen. Dürfen wir überhaupt noch Mäzene in das Kulturleben lassen? Wir sind in einer Zeit der Political Correctness und des Cancel Cultures, die einen den Atem verschlägt. London, National Gallery, National Portrait Gallery, Tate Gallery, Shakespeare Royal Company trennen sich von ihrem sozusagen existenten und existenzsichernden Mäzen BP, also das Benzinunternehmen, das sozusagen Giftstoff, nämlich Benzin, verbreitet und deshalb als Mäzen ausgeschlossen wird. Die Erklärung von der Royal Shakespeare Company sagt, 2 Museen haben sich dem noch nicht gebeugt, also dem Herausschmeißen des Mäzens. Wo gehen wir da eigentlich hin, wenn wir das sehen? Als die Flick Collection mit seiner großartigen, leider nicht für Dauer hier gebliebenen Sammlung, das gehört in das Kapitel von Peter Klaus Schuster, werden die Mäzene wertgeschätzt, hierher kam, gab es eine wahnsinnige Diskussion über den Mann, dessen Familie Geld aus Rüstungsgeschäften erzielt hat, hier überhaupt zeigen dürfen. Nachdem in Zürich der Neubau eröffnet wurde und die Sammlung Bürle gezeigt worden ist, von der in der jetzigen Konsistenz sicher ist, dass keines der Bilder, wie man sagen, nationalsozialistisch befangen ist. Die Prominenzen aller Bilder sind geklärt. Die Zeitungen kriegen sich von Süddeutsche Zeitung bis FAZ bis NZZ gar nicht ein mit der Frage, darf man denn die Bilder von jemandem zeigen, der aus Rüstungsgeschäften sein Geld verdient hat. Ja, wo sind die Grenzen? Darf ich eine mäzenatische Unterstützung einer Ausstellung von Facebook, von Google, von der Pharmazie bekommen? Dürfen Banken Mäzene sein? Dürfen wir Mäzene, der Verein der Freien Nationalgalerie hat sowohl BMW als auch VW unter seinen starken Förderungen Mäzen, dürfen wir das überhaupt nicht, denn die stellen ja Autos her, die wir gar nicht mehr haben dürfen oder haben wollen oder nicht mehr haben sollen wollten. Walter Smerling, ein weites Feld, er fährt nach seiner zweiten Ausstellung in den Hangars einen Shitstorm. Ich kann es gar nicht anders sagen. Die FAZ und der sonst so kluge Niklas Mark hat jetzt 5 Artikel geschrieben. Immer wieder mit dem gleichen Satz. Es ist doch unglaublich, dass dieser Mann, von dem man nicht weiß, wo er das Geld her hat, hier ausstellen darf. Dass das Geld von Sponsoren kommt, hat er nie bestritten. Ja, ist das unzulässig? Muss ich vorher fragen, ob die Mäzene oder die Sponsoren, die er hat, ist nicht ganz dasselbe, ob die wirklich sozusagen korrekt sind, ob man von denen das Geld annehmen kann? Unsere Kultur in unserem Lande lebt von bürgerlichem Engagement. Das bürgerliche Engagement findet ihren Nukleus und Ausdruck in dem mäzenatischen Gest, in der mäzenatischen Unterstützung. Wir brauchen sie. Und wie wir sie brauchen und wo die Gefahren liegen, darüber diskutieren jetzt Damen und Herren, die sehr viel kundiger sind als ich. Aber ich bin Ihnen dankbar, dass Sie mir zugehört haben. Vielen Dank.
Ihr seid dran. Nein, Peter, du auch, bist ja auch gewesen. Ist gar kein Stuhl da. Ja, doch, es sind genügend Stühle da. Vier. Dann geh du. Ich mach das dann vom Rand. Willst du da oder da sitzen? Nein, bitte. Sehr, sehr, sehr. Ich bin gar nicht vorgesehen, aber ich setze mich trotzdem auf Anweisung hier hin. Ja. Doch, ich dachte schon. Er ist mit vorgesehen, denn der den sogenannten Impuls gegeben hat, sollte doch dann danach nicht schweigen. Ja. Vor allen Dingen, wenn sich ja danach auch Fragen aufwerfen. Natürlich gehört hier eigentlich, wie schon ja von Peter Klaus Schuster am Anfang bemerkt, als unmittelbare Betroffene von möglichem Mäzenatentum, als Künstlerin positiv hoffentlich Betroffene, Stipendiatin ja hier auch der Stiftung, unsere Künstlerin Frau Busikian dazu, aber sie ist eben erkrankt und da wir alle hier ihr Statement in einer Audiodatei nicht kennen bisher, würden wir vorschlagen, dass wir uns zunächst mal anhören, was die einzige Künstlerin, die eigentlich hier unter uns sitzen sollte, zu dem Thema zu sagen hat. Und dann können wir ja auch vielleicht darauf reagieren. Also guten Abend an alle und erstmal, es tut mir leid, dass ich nicht dabei sein kann. Ich wollte nur was sagen zu dem Thema, was ich eigentlich in dem Zeitpunkt sehr wichtig finde und generell ein Thema, womit sich ein Künstler, eine Künstlerin ein Lebenslang beschäftigen kann. Ich spreche natürlich über meine Erfahrung. Als ich die Universität beendet habe und auch während der Universität, also ich habe in Venedig studiert, in Italien, bildende und darstellende Kunst und dann bei der UDK, bei Mastergang Kunst im Kontext. Und in meiner ganzen Erfahrung, also akademischen Erfahrung, ich muss sagen, ich habe mich immer auseinandergesetzt, also ich habe immer wieder Professoren gehabt und das war auch ein Thema zwischen Studenten vielmals. Wie kann man einen Künstler mit dem eigenen Kunst überleben? Also zum Beispiel, ich hatte mal Professoren, die gesagt haben, ja, also es ist derzeit unmöglich, mit deiner eigenen Kunst zu leben, außer du hast eine reiche Familie, die dich unterstützt oder so. Und du solltest dir einen Nebenjob suchen, um deine künstlerische Tätigkeit auszuüben. Was ist natürlich, was viele Künstlerinnen machen. Also eventuell auch was komplett außer dein Bereich ist, ne? Also was nicht im künstlerischen Bereich steht oder überhaupt in dem Bereich von den Fächern, die du studiert hast. Und auf der anderen Seite gibt es auch Künstler, die das schaffen, also von eigener Kunst zu leben. Die haben zum Beispiel Galerie, die vertretet und dann deren Kunst verkauft. Oder die sind dann zum Beispiel Medienkünstler oder auch Klangkünstler wie ich. Es gibt die Möglichkeit natürlich durch große Festivals und eventuell auch einen Manager zu haben, der dich dann bei verschiedenen Veranstaltungen bucht. Und da bist quasi als Musiker tätig. Also dann trittest du auf als Performer in ganz verschiedenen Bereichen. Und da gibt es eventuell schon mehr eine Möglichkeit, damit zu überleben. Warum sage ich das? Weil, also wie immer, ne, ich spreche über meine Sicht als Klangkünstlerin. Meine Kunst ist immateriell.
Also ich beschäftige mich hauptsächlich mit Klang und weniger mit der visuellen Seite. Also für mich zum Beispiel ist die visuelle Seite die Architektur, wo meine Klanginstallation steht, oder öffentlicher Raum, Natur, urbaner Raum, wenn die Installation draußen steht. Und was alles, was zu sehen ist, ist natürlich die visuelle Seite. Und das nur zu sagen, also mein Kunst ist immateriell und auch konzeptuell, aber hauptsächlich gibt es normalerweise eine Spur oder mehrere Spuren zu hören, mehrere Kompositionen oder eine Komposition zu hören, die immateriell sind und deswegen sehr, es ist sehr schwer, dass die in einen, also sagen wir so, normalen, galeristischen oder kunstmarktorientierten Bereich gehen können. Also Klangkunst verkauft sich schwer. Also es gab hier jetzt teilweise Verständnisschwierigkeiten. Ich weiß nicht jetzt, wie das in den verschiedenen Flügeln hier, diesen dreien des Raums, hier auch auf dem Podium, haben einiges nicht ganz verstanden. Wenn ich das, soweit ich es verstanden habe, kurz vielleicht zusammenfassen darf. Frau Busekian ist als Klangkünstlerin eine, die immaterielle Werke schafft, die sich also nicht verkörpern und herumtragen oder nach Hause nehmen oder an die Wand hängen lassen oder installieren lassen. Es sind flüchtige Werke und die Frage wäre natürlich an Sie gewesen, wie lebt sie denn materiell von dem Immateriellen ihrer Kunst? Sie sagte in diesem Statement auch, dass sie im Grunde genommen wie eine Musikerin eine Performerin ist und davon lebt, dass es also Aufführungen gibt, man könnte sagen Konzerte. Und dafür gibt es, hat sie wohl auch Manager und sie wird für sogenannte Events gebucht, auch von Festivals. Das sind ja zum Beispiel auch natürlich mittelbare Förderer und Mäzenaten, die wiederum dann aber von irgendwem auch gesponsert werden, die Festivals. Das ist also sozusagen ihre Existenz, aber viele könnten davon nicht leben. Und nun ist es ja wahrscheinlich sowieso so, dass es in jedem Fall viel mehr Künstlerinnen und Künstler gibt, als es nun Förderer für jede und jeden geben wird. Da spielen Lebensumstände, Pech, Glück, Qualität, wer immer die bestimmen mag, eine Rolle. Aber das ist sozusagen ein Feld, dass es nie alle glücklich werden, ist vielleicht etwas, was keine spezielle Kunst- und Kunstsubventionsdebatte ist, sondern das wäre dann eine über die menschliche Existenz, über die, die Unvollkommenheit von Gesellschaften und Zivilisationen und Kulturen. Lassen wir das also mal beiseite. Fragen wir zunächst mal, können wir denn mit diesem Begriff Mäzenatentum heute überhaupt noch sinnvoll umgehen? Peter Raue hat ja vor allen Dingen gesprochen zunächst von den staatlichen, wenn man so will, Förderern und dass es zum Teil dort sehr hapert. Beispiel ein Ausstellungsetat, also disponible Mittel der großen Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die man glaubt es ja wirklich nicht für 19 Museen, wie er sagte, eine gute Million Euro als einzige Verfügungsmasse hat, wenn man nicht die, nur das rechnet, was in der Masse in Verwaltung, die Erhaltung der Häuser und die Gehälter der Angestellten geht. Wie ist es denn vergleichsweise dann, wie hört sich das an, Julia Draganovic, wenn ich mal unsere Gast fragen darf, die der Gast ist immer noch auch bei aller Gender-Diskussion männlich, aber es ist das sogenannte generische Maskulinum, also es setzt also auch die Gästin mit ins Wort und ins Bild. Also als Gast, der am meisten oder die am meisten, am weitesten jetzt gereist ist, wie
sehen Sie Ihr Verhältnis zu Ihrem Geldgeber und zu der Möglichkeit, unmittelbar Künstlerinnen und Künstler zu fördern? Ist das besonders ideal? Eduard Arnhold, der Stifter und Gründer der Villa Massimo, hat sich ja Rom als insofern idealen Ort für Künstlerinnen und Künstler erträumt und dafür zunächst sein Geld gestiftet. Ja, und ohne Eduard Arnhold und seine Frau Johanna würde es tatsächlich dieses Programm, diese Künstlerförderung im Ausland nicht geben. Ich glaube, unsere Haltung, nicht nur diejenigen, die in der Villa Massimo arbeiten, sondern vor allem die, die dort das große Privileg genossen haben, 10 Monate als Rompreisträgerin, ich erlaube mir jetzt auch mal ganz generisch, das Feminine zu benutzen, ja. Die Männer sind da drin eingeschlossen. Die sind, glaube ich, alle mit Dankbarkeit gegenüber dem Spender erfüllt. Das kann man nicht anders sagen. Die Geschichte der Villa Massimo beweist ja, also wenn man nach Rom schaut, das ist vielen Leuten, glaube ich, nicht so bewusst, dann ist das diejenige Stadt auf der Welt, in der es die meisten Akademien gibt. Akademien in dem Sinne, dass ausländische Institutionen dort Stipendien für Menschen vergeben, die Kultur studieren wollen. In Praktik und in Wissenschaft. 38 an der Zahl aus vielen verschiedenen Ländern und die Deutsche Akademie in Rom, Villa Massimo, ist bei weitem nicht die erste, ganz im Gegenteil. 1910 hat Eduard Arnhold das Gelände von der Fürstenfamilie Massimo erworben und dort sowohl eine große, ein Villengebäude, Villa heißt ja eigentlich Sommersitz, da ist der Park immer mit inbegriffen. Eduard Arnhold hat eben ein Stück des Parks erworben, hat das Villengebäude, was wir heute das Haupthaus nennen, und die Ateliers durch Maximilian Zürcher erbauen lassen. Er war aber da lange nicht der Erste, wie ich einleitend sagte, sondern schon 1666 hatten die Franzosen mit einer ähnlichen Initiative angefangen. Also einige Jahrhunderte früher. Diese Einrichtung hatte das Ziel, Künstler aus Frankreich für 2-3 Jahre einzuführen in die italienische Kunst und das italienische Kunsthandwerk, mit dem Ziel, in Frankreich dann ihr Wissen preiszugeben, nachzubauen, nachzumalen, was sie von den Italienern gelernt hatten. Zwischen 1666 und 1910 haben viele andere Länder diesem Beispiel gefolgt, sind dem gefolgt und haben eigene Akademien eingerichtet. Und auch Künstler deutscher Sprache, die ja damals noch nicht zu einem deutschen Staat gehörten, haben früh begonnen, nach Italien zu reisen. Sie alle kennen den Begriff der Grand Tour, die Bildungsreise, die als Höhepunkt dann den Abschluss in Italien fand. Das wurde abgelöst, nicht zuletzt durch Johann Wolfgang von Goethe, der nicht als junger Mann nach Italien gereist ist, sondern quasi in der Mitte seines Lebens als schon arrivierter Minister eines deutschen Kleinstaates, der aber das Gefühl hatte, dass die kreativen Säfte zu versiegen drohten. Und der tatsächlich durch seine kleine Flucht nach Italien sein Schaffen wieder in Gang gesetzt hat. Das hat viele deutsche Künstler inspiriert oder Künstler deutscher Sprache. Man hat sich dort getroffen und die deutsche Sprache tatsächlich auch als ein Zeichen der Zusammengehörigkeit empfunden. In Deutschland gab es ja noch nicht, aber als Bayer und als Preuße sprach man doch dieselbe Sprache, fand sich in Rom zusammen und so gehörte im Grunde genommen das Treffen in Rom zu einem der Faktoren, die das Gefühl einer deutschen Zusammengehörigkeit, glaube ich, sehr gefördert haben. Es gab viele Künstler, die zurückgekehrt sind, die ihren Fürsten und Staatsherren der vielen Kleinstaaten darum gebeten haben, doch auch in Rom eine Heimat für die Bildungswilligen zu errichten. Es gab auch einige Mäzene, das heißt, in meinem Verständnis Privatpersonen, die ohne eigenes Interesse diesem Willen oder diesem Bedürfnis der Künstler nachkommen wollten. Eduard Arnhold war insofern der erfolgreichste, als er sich nicht nur gekauft hat und dann geschenkt hat, sondern das natürlich auch mit dem quasi mit vorherigem Einverständnis. Also er hat verhandelt, dass dieses Geschenk auch angenommen wurde und er hat dafür gesorgt, dass er mit einem
dass die Villa, die Ateliers, die er dem preußischen König, dem deutschen Kaiser vermacht hat, auch mit einem Bündel Geldes versehen würden, das da garantieren sollte, dass dieses Besitztum immer für Künstler genutzt wurde. Aus meiner Sicht ist das Mäzenatentum, wie ich es mir vorstelle und wie es sicherlich auch jeder Künstler und jeder Kulturschaffende, und ich bin ja keine Künstlerin, sondern ich bin eine Kulturorganisatorin, Verwalterin, Kuratorin, sich wünschen kann, tatsächlich der Einsatz von privaten Mitteln für die Kunst und angesichts privater Interessen und ohne Auflagen. Das ist tatsächlich eine Garantie für die Freiheit der Kunst. Heute wird die Villa Massimo finanziert, fast zu 100%, von der Beauftragten des Bundes für Kultur und Medien. Wir haben ein Jahresbudget von 2,1 Millionen. Damit betreiben wir eine Liegenschaft, die nicht nur die Villa Massimo mit fast 4 Hektar Land und die Vergabe von jährlich 14 Stipendien, also 9 5-Monate gewährenden Stipendien und 5 Kurzzeitstipendien gewährleistet, sondern auch die Verwaltung einer weiteren Liegenschaft in dem kleinen Bergstädtchen in Olivano Romano, die Casa Baldi, historische Künstlerstätte, in der wir jährlich, jetzt muss ich kurz rechnen, 8 bildende Künstlerinnen, Architektinnen, Komponistinnen und Schriftstellerinnen für jeweils 3 Monate eine Schaffensstätte geben, sowie auch die Villa Serpentara, ein kleines Gebäude in einem Eichenwald, das ebenfalls in Olivano Romano lebt und das wahrscheinlich das Produkt, die ganz anders entstanden ist, nämlich nicht durch Mäzenatentum, sondern durch die erste mir bekannte Initiative von Crowdfunding. Es waren nämlich deutsche Künstler, die in der Villa Serpentara Landschaftsstudien betrieben hatten und die denen zu Ohren gekommen war, dass der Wald abgeholzt werden sollte, um eine Eisenbahn zu bauen. Und man hat Geld zusammengelegt und dieses Gelände gekauft und dann aus der Ferne halt doch festgestellt, es ist jetzt schwierig, es zu verwalten, sodass es das Gelände, das 1873 von einer Gruppe deutscher Künstler erworben wurde, 1915 dann in die Hände der Akademie der Künste übergegangen ist. Heute kommen wir mit diesem Budget von 2,1 Millionen, die unsere Stipendien abdecken. Die Rompreisträgerinnen erhalten im Monat 2.500 Euro, was der höchste Stipendienbetrag ist, der vom deutschen Staat für ein Auslandsstipendium vergeben wird. Das klingt erstmal viel, man erhält auch eine große Wohnung, ein großes Atelier, die Möglichkeit, mit Kindern anzureisen, für die das Schulgeld übernommen wird. Man muss, wenn man als Deutscher mit deutschsprachigen Kindern in Rom eine Schule besuchen will, natürlich eine Schule besuchen, die auch der deutschen Unterricht erteilt. Das ist bei uns in der Umgebung nicht die deutsche Schule, sondern die Schweizer Schule, die ist privat. Da gibt es ein Schulgeld zu entrichten. Das klingt jetzt erstmal in Ordnung, aber wenn man weiß, dass der Rompreis vergeben wird, nicht an junge Künstler, die gefördert werden, sondern an Künstlerinnen und Architektinnen, vor allem die im Leben stehen, die eine Karriere vorzuweisen haben, dann die zu Hause eine Wohnung haben, möglicherweise ein Atelier, ein Büro, das sie ja nicht für 10 Monate stillstellen können, sondern das weiter betrieben wird. Dann sind 2.500 Euro, die im Übrigen seit 2003 immer in der gleichen Summe vergeben werden kann, gar nicht mehr so viel Geld. Man muss ja schließlich zu Hause weiter seine Miete, seine Geschäfte bezahlen und der Inflation ist nicht Rechnung getragen worden. Was auch nicht berücksichtigt wird bei dieser Vergabe von Geldern, ist, dass heutzutage viele Künstlerinnen nicht mehr alleine arbeiten, sondern in Gruppen. Dafür gibt es verschiedene Begriffe, Kollektive, Duos, viele. Auch Architektinnen reisen nicht alleine an, sondern kommen in Gruppen, die müssen sich dann in diesem Betrag teilen. Das ist keine üppige Summe. Nichtsdestotrotz ist der Rompreis und auch das Stipendium der Casa Baldi und der Villa Serpentara ein begehrtes Stipendium, das aber momentan gänzlich durch die Bundesregierung bezahlt wird. Frau
Draganovic Ihr Vorgänger aber hatte, wie man weiß, auch private Sponsoren gelegentlich ins Haus geholt. Also da geht es nicht um die, Sie sagten am Anfang 1.500, sind 2.500 Euro etwa des monatlichen Unterstützung der Künstlerinnen und Künstler, sondern zum Beispiel um ein Sommerfest oder so etwas zu machen. Da war auch die schon erwähnte, in Anführungsstrichen böse Autofirma BMW, glaube ich, engagiert. Gibt es für Sie als Direktorin jetzt eines staatlich geförderten Kulturinstituts, einer Kulturinstitution, die sich privatem Mäzenatentum ursprünglich verdankt, gibt es da für Sie irgendwie eine rote Linie, welchen Sponsor oder welche Sponsorinnen jetzt auch Sie nicht nehmen würden? Also es ist so, dass ich als Vertreterin, also eine Mitarbeiterin der öffentlichen Hand, nicht an Sponsoren herantreten kann, sondern es gibt immer einen Sponsorenaufruf, den wir auch auf unserer Webseite veröffentlicht haben. Man kann sich als Sponsor oder Sponsoren bei uns bewerben, um eine Förderung für bestimmte Unternehmungen nachzugehen. Passiert das? Das passiert durchaus. Es ist auch so, das würde ich jetzt nicht unbedingt, zwischen Mäzenatentum und Sponsorentum muss man, glaube ich, unterscheiden. Das ist auch eine steuerliche Frage. Ein Sponsorentum ist ja nicht unbedingt interesselos, wie Kant es sagen würde. Ein Sponsor erwartet eine Gegenleistung und die Gegenleistung besteht darin, dass ihm als Unternehmen Sichtbarkeit verliehen wird. Diese Sichtbarkeit kann er oder sie nur erhalten, wenn das geförderte Unternehmen selber eine große Sichtbarkeit erzeugt. So dass, das hat tatsächlich dann zur Folge, dass es bestimmte Sponsorunternehmen gibt, die gerne bestimmte Tätigkeiten, Unternehmen, künstlerische Projekte fördern möchten und die miteinander auch in Konkurrenz stehen. Also bei Banken sieht man das häufig. Die Frage war eben, gibt es eine rote Linie? Ich sage ja also gibt es welche, die Sie nicht nehmen würden? Peter Rauer hat ja am Anfang gesagt, dass es heute eben unter bestimmten Gesichtspunkten, nennen wir das jetzt summa summarum political correctness, mal sozusagen gute oder vielleicht weniger gute Helfer gibt und Gelder gibt. Auch ist es? Also ich bin noch nicht in die Verlegenheit gekommen, entscheiden zu müssen, ob ich tatsächlich einem Treibölkonzern oder einem Unternehmen, was Alkoholiker darstellt oder so, ein Sponsoring versagen müsste. Ich halte das aber, um ehrlich zu sein, auch für ein großes Privileg, dass ich in der Lage bin, mit dem Geld zu haushalten, was mir der Staat zur Verfügung stellt, ohne dass ich in diese Verlegenheit kommen muss. Denn wie gesagt, da handelt es sich aus meiner Sicht um Sponsoring, während das dem Mäzenatentum ja ein ganz anderes Konzept zugrunde liegt. Ich glaube, da muss man wirklich auch fein unterscheiden. Der Mäzen kommt nicht, ein wirklicher Mäzen aus meiner Sicht, kommt auch gar nicht in diese Verlegenheit, sich um Fragen des Compliance kümmern zu müssen. Wenn ich als Organisatorin oder als Kuratorin einer Kultureinrichtung kenne das, dass man sich um Fördermittel bewerben muss. Jede Fördermitteleinrichtung hat aber auch bestimmte Richtlinien dessen, was sie fördern wollen. Das hatte, als ich 2015 beispielsweise die Kunsthalle Osnabrück geleitet habe, war zwischen 2015 und 2016 konnte man sehen, dass man Fördermittel in erster Linie dann erhielt, wenn man Projekte vorstellte, die mit Flüchtlingen arbeiten. Das ist eine schwierige Situation, weil was würde ich machen, wenn die Villa Massimo jetzt nur mit Flüchtlingen arbeitet? Das passt nicht in unser Konzept. Also die Frage, Projekte konzipieren zu müssen, die dem Willen des Fördermittelgebers oder des privaten Sponsors entsprechen. Da bin ich jetzt fein raus. Ich leite eine Kultureinrichtung, die sich einem Mäzen verdankt, aber jetzt doch eine staatliche Unabhängigkeit hat, die mich nicht in die Lage bringt, dass ich das Lied singen muss,
des Herrn, dessen Brot sich fresse. Also die Frage würde sich ja zum Beispiel auch stellen, im ganzen Wissenschaftsbereich, und da gibt es ja auch gewisse Überschneidungen dann mit kulturellen Institutionen. Übrigens auch Arnhold war ja in Rom ein großer Wissenschaftler und in Berlin auch Wissenschaftsförderer, hat die heutige Max-Planck-Gesellschaft mitgegründet und dort die James Simon auch. Und aber die Bibliotheca Hertziana, die größte Kunstbibliothek im Ausland in Rom, hat er wesentlich mitfinanziert. Heute würde man aber sagen, von Henriette Hertz, oder, ja, auch um den Namen der Damen ja nochmal ja, ja mitzunehmen. Diese Frage der Drittmittel oder so etwas sind ja bei allen möglichen Forschungen vor allen Dingen heute fast unverzichtbar. Und natürlich gibt es dann auch ein Erkenntnisinteresse sehr oft des Geldgebers. Die Frage ist also, und nehmen wir auch staatliche Institutionen wie die Berlinale zum Beispiel, die ist ja gar nicht denkbar, die wirbt unentwegt mit L'Oreal und mit allen möglichen, mit Kosmetikfirmen, mit Luxusartikeln. Die Autos, in denen die Stars hin und her gefahren werden, stammen halt eben von einem Sponsor, einer Firma, die auch unentwegt im Bild ist und genannt wird. Also das ist natürlich nicht vollkommen selbstlos, würde wahrscheinlich auch mehr unter Sponsoring fallen. Aber bei denen ausschließlich sogar. Aber gibt es denn, liebe Frau Scharf, die Sie ja nun auch für eine wunderbare Sammlung und ein Museum wirklich in Berlin stehen, das auch einen familiären Namen trägt? Also zum Beispiel die Villa Massimo heißt ja nicht Villa Arnhold. Man muss sogar kritisch sagen, nicht mal auf dem Briefpapier oder sonst was steht bisher, aber das wollen wir vielleicht auch noch ändern zusammen, von wer überhaupt der Stifter war dieser Institution. Die Sammlung Scharf-Gerstenberg, wollen Sie direkt was? Ich würde meine das gerne, jetzt nicht böse, weil, nicht? Ich nein, 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 nur mal Sie, es ist eine Feststellung, aber da es zuvor schon mal diese Einlassung gab, dass die öffentliche Hand sich nicht um die Mäzenen kümmert und das auch in der Villa Massimo der Arnold nicht erwähnt hat, möchte ich einmal korrigierend noch hinzufügen, dass die Villa Massimo schon eine große Stele mit ja, Porträt Arnolds an zentraler Stelle. Also niemand kommt in die Villa Massimo hinein, ohne an Herrn Arnold ihm seine Referenz zu erweisen. Man steigt quasi zu ihm hoch. Und ich glaube auch, dass aus unserem Haus keine Selbstdarstellung den Drucker verlässt, wo Herr Arnold nicht erwähnt wird. War vielleicht sonst missverständlich, das aber muss man, Peter Rauer hatte vorhin über die Berliner, das ging so ein bisschen, dass der Stifter der Villa Massimo nicht in Berlin erinnert wird, dass er natürlich in der Villa Massimo und von der Villa Massimo vorbildlich auch, von der Villa Massimo wirklich sagen, und damit auch als jemand, von der Beauftragten des ja, Bundes für Kultur ja, und Medien. Okay, aber trotzdem, ich meinte ja jetzt nur, das Branding sozusagen, der Name dessen, der Geld gegeben hat, ist dort nicht sofort erkennbar, im Unterschied zum Beispiel zu einem Museum, das den Namen des edlen Stifters oder der Stifter trägt. Ist das, also ich würde das persönlich jetzt gar nicht problematisieren wollen, aber es stellt sich einfach die Frage, gibt es überhaupt, liebe Frau Scharf, ein vollkommen selbstloses Mäzenatentum? Das, nennen Sie das? Ist jetzt endlich mal eine Frage, die ja, ich vernünftig finde. Danke. Weil ich glaube, wir sind uns sämtlichst hier einig, dass man Mäzenatentum braucht weiterhin. Ja. Wir sind uns auch wahrscheinlich einig, dass es Mäzenatentum gibt, das überhaupt nicht diskutiert werden muss. Aber ich bin eben auch der Meinung, dass es Mäzenatentum gibt, das durchaus diskutiert werden muss. Und ich habe mich vorhin so regelrecht ein bisschen geärgert, Peter, weil du hast durch deine Art des Vortrages im Grunde vorausgenommen, dass wir Political Correctness doof finden müssen und dass es da auch nicht eine große Diskussion, also es hörte sich für mich so an und für mich ist das schon, hat es auch einen gewissen Wichtigkeitsgrad, wo die Gelder herkommen und ich kann zumindest verstehen, dass das diskutiert wird. Und jetzt um mal kurz auf den Namen zurückzukommen, unser wunderbares Museum mit unserer
Stiftung drin, die übrigens nicht an den preußischen Kulturbesitz gestiftet worden ist, nur um das nochmal starten, sondern eine Stiftung an sich ist, die als Leihgabe an den preußischen Kulturbesitz ist. Diesen glücklichen Umstand, dass wir da drin sind und dass wir da so wahrscheinlich die einzig glückliche Kulturinstitution in Berlin sind, die haben wir zu, sagen wir mal, 98% Peter Klaus Schuster zu verdanken oder ich, weil er sich dafür eingesetzt hat und das teilweise auch unter Häme hinnehmen musste, vermute ich jetzt mal, also Sammler der Sammler, Stichwort und so weiter. Und ich denke, dass unser Museum, also sagen wir mal, die Stiftung ist ja eine Familienstiftung, die ich mit meinen Eltern noch gemacht habe. Papa gestorben und ich saß dann sozusagen mit dieser Stiftung, aber ohne Ort da. Es ist eine gemeinnützige Stiftung. Das ist zwar alles sehr schön, aber nicht unbedingt sehr lustig. Dann kam es eben dazu, dass Peter Klaus Schuster auf mich zugekommen ist und hat gesagt, wir werden eine Lösung finden. Und das war eigentlich genau die Methode, wie so etwas passieren sollte. Dass es nämlich einen Dialog gibt zwischen der Institution und demjenigen, der das Geld hat, der den Inhalt hat, der die Kunst hat, der vielleicht auch nur eine Idee hat, was man machen könnte mit seinem eigenen Geld. Und ist natürlich jetzt relativ Berlin bezogen, was ich sage, was ich dann im Laufe der Erfahrung, also unser Museum gibt es ja jetzt schon 10 Jahre und auch die Verlängerung für die nächsten 10 Jahre ist, wie soll man sagen, im Kasten. Also es ist alles ganz wunderbar, wir haben eine tolle Kuratorin. Aber was es eben sonst noch so gibt an Komplikationen, sagen wir mal jetzt auf dem Kunstsektor in Berlin, also du hast sehr viel und Peter Klaus Schuster auch schon vorweggenommen, also die Sammler, die abgesprungen sind, die Sammler, die vergrault worden sind, die mangelnde Kommunikation, das von oben nach unten treten, dass man nicht weiß, welche Gelder verfügbar sind. Also ich könnte das jetzt eigentlich auch endlos aufzählen. Das ist eine Sache, die macht wahrscheinlich auch das Mäzenatentum sehr schwer, weil, um auf die Frage vorher nochmal hinzukommen, Mäzenatentum definiert sich womöglich so, dass man es interesselos bietet. Aber ob das mag stimmen. Es gibt Mäzene, die wollen sogar nicht genannt werden. Die geben Millionen irgendwo hin oder auch andere Dinge, Sachdinge und so weiter. Aber ich wollte gerade sagen, ich befürchte, aber ich nehme an, dass doch sehr viel auch einfach in Kauf genommen werden muss oder so, dass der Mensch ein eitles Tier ist. Und man, also ich möchte den Sammler, jetzt bleiben wir mal bei der Kunst, den Sammler sehen, der mit voll gutem Gewissen und Blick in die Augen sagen kann, es ist mir egal, sozusagen. Es ist mir egal. Und deswegen denke ich auch, dass ein Sammler, ein Stifter, ein Spender, ein Mäzen durchaus auch eine Art von Mitspracherecht haben sollte für die Dinge, die geschehen mit dem, wo er wie mein Vater oder eben auch mein Urgroßvater sein lebenslanges Herzblut dran gelegt hat. Dürfen wir das Wort Mitsprache beim Mitspracherecht vielleicht mal einhaken? Ich meine, hier waren wir fast alle, wahrscheinlich die das nicht wussten, schon etwas baff über die Mitteilung von Peter Raue, dass der Verein der Freunde der Nationalgalerie überhaupt nicht konsultiert oder irgendwie ins Bild gesetzt wird, sondern aus der Presse, wie es so schön heißt, erfährt, wer eine neue Direktorin oder Direktor eines Instituts wird, für das Sie, des Instituts in dem Fall, für das Sie das Geld auftreiben und die Ausstellungen über Jahre oder jetzt schon Jahrzehnte ermöglichen.
Gibt es, wo wäre da das, jetzt mal auch juristisch gesprochen, angesichts von Kulturfreiheit, Kunstfreiheit, das zulässige und richtige Mitspracherecht oder Mitgehörtwerdenrecht? Und wo gäbe es, wo würde das enden? Und beispielsweise in die Programmfreiheit einer kulturellen Einrichtung zu sehr eingreifen oder gar eines Künstlers ja auch oder einer Künstlerin, die im Einzelnen gefördert wird. Das ist natürlich ein vermintes Feld. Wenn ich bei meinem Verein 1500 Mitglieder, ja, akquirieren einen Millionenbetrag im Jahr und da ist natürlich schon die Frage, muss sich der Direktor sozusagen ein Mitspracherecht gefallen lassen. Wir haben ein in unserem Verein, und das machen die meisten so, ein Grundgesetz, das lautet, nicht alles, was der Direktor will, tun wir, aber wir tun nichts gegen den Willen des Direktors. Und da ist genau der kritische Moment, wenn ich komme und sage, jetzt habe ich 1 Million schon gespendet, jetzt muss aber mein Lieblingskünstler sowieso mal endlich gezeigt werden, dann überschreiten wir eine Grenze. Und diese Grenzen sind natürlich unterschiedlich, da haben die beiden natürlich recht, ob ich mit Mäzenen oder mit Sponsoren handle. Um ganz klar zu sagen, Sponsoren ist ein Geschäft, ein Do und Des-Geschäft auf Gegenseitigkeit. Ich will mal ein Beispiel nennen, wenn die Berliner Filmfestspiele einen Wagen, VW, BMW, Mercedes, wer immer ist, als Sponsor haben, dann gibt es ein Verbot, dass irgendein Künstler, Schauspieler mit einem anderen Wagen als mit dem gesponserten Wagen vorfährt. Ich hatte mal den Fall zu lösen, das war ein weltberühmter Künstler gesagt, ich habe aber, ich erfinde jetzt mit Rolls-Royce einen Vertrag, dass ich nur im Rolls-Royce vorfahren darf. Also das sieht man, wie schnell so ein Konflikt auftaucht. Aber die Sponsorenverträge sind knallharte Verträge. Die großen Unternehmen haben eine ganze Sponsorenabteilung. Da wird genau festgelegt, was macht. Dagegen haben wir im mäzenatischen Bereich das natürlich floating. Du sagst, man muss natürlich fragen, wo kommt das Geld her? Schauen Sie sich mal die Diskussion um das Humboldt-Forum an. Man entdeckt jetzt, dass Leute Geld gegeben haben für das Kreuz, für die Inschrift, die jedenfalls des Linksradikalismus nicht verdächtig sind. Ich will es mal ganz vorsichtig sagen. Vielleicht sogar eine gewisse konservative, ja vielleicht sogar eine gewisse rechte Tendenz in ihrem Leben erkennen lassen. Soll man der Forderung nachgeben, denen das Geld jetzt zurückzugeben, weil sie nicht die Meinung haben, mit der wir wahrscheinlich alle d'accord werden? Da haben wir, also diese Leute, die das Geld geben, geben es selbstlos. Sie haben gar keinen Wert darauf gelegt, dass ihr Name genannt wird. Ja, Peter, würde ich auch sagen, nicht zurückgeben, völlig schwachsinnig. Aber ich finde, das Problem ist, dass sie überhaupt die Kuppel und diese Inschrift dahin haben. Darüber diskutieren wir jetzt nicht. Ja, das ist jetzt ein eigener Abend. Warum sitzt doch woanders? Ja, das möchte ich jetzt kanzeln, dieses Gespräch. Ich bin dafür, für Inschrift und für Kreuz. Aber ich glaube, das ist eine andere Diskussion und da kann man sich auch nicht einigen. Ich kenne so viele Freunde, die sagen, das ist der helle Schwachsinn und anders. Nee, finde ich eigentlich nicht. Man hätte, glaube ich, vorher beim Bau schon sich mal darüber Gedanken machen sollen. Aber ich will jetzt nicht, es ist bereits im Wettbewerb, dass die Kuppel, das Kreuz und die Inschrift drin gewesen. Also, okay. Ich würde sagen, lieber Sponsor. Darf ich jetzt nochmal ausnahmsweise auch als liberaler Moderator nur dazwischen gehen? Tatsächlich ist es eine andere Diskussion. Ja. Ja, jetzt ein bisschen anderes Thema und wir wollen vielleicht ja nicht hier noch um zwei sitzen, aber die Frage, kein Geld zurückgeben, gibt es nicht Fälle, wo man hinterher etwas erfährt und sagen muss, genauso wie man Kunstwerke heute restituiert, wenn sie auf Raub und Erpressung beispielsweise beruhen, ihr Erwerb, dass man dann das Gleiche auch für reine materielle Zuwendungen oder was sagen muss. Also wir wollen jetzt nicht alle Gazprom immer nennen und das hat ja nun schon Schalke 04 das Thema erledigt. Gleichwohl werden sie trotzdem von einem riesen Schweinemäster und einer Tierhaltung, die wahrscheinlich wir nicht unterstützen würden, weiterhin gesponsert. Also auch da gibt es oft manchmal auch eine etwas doppelte Moral. Aber gibt es da nicht Richtlinien, wo du als Anwalt sagen würdest, Verzeihung, dass wir uns jetzt hier öffentlich duzen, aber wir sind ja doch in einem relativ kleinen Kreis und müssen das dann vielleicht nicht so formalisieren. Gibt es da nicht doch den Rat, bestimmte Sachen nicht anzunehmen? Gibt es nicht jetzt drastisch gesprochen blutiges Geld? Naja,
Frage ist, hätte die Stiftung Preußischer Kulturbesitz sagen sollen zu Herrn Flick, behalte die Sachen, die du hast, denn das Geld, das du hast, hast du geerbt aus... Er kann gar nichts dafür, der war doch gar nicht auf der Welt, als die Dinge geschahen. Das ist das Besondere. Die mit dem Rüstungsgeschäft zusammenhängen. Dieselbe Frage gilt bei Bürle. Soll ich die sensationelle Bürle-Sammlung, wer die je gesehen hat, der weiß, dass das Weltniveau ist, könnte man vieles davon bauen. Soll ich sagen, die werden nicht gehängt, weil der Mann Rüstungsgeschäfte gemacht hat, und zwar mit allen Seiten? Aber wer, Peter, ich glaube nicht, ist, oder korrigiere mich bitte, aber ist es nicht das Problem, dass die nicht gehängt werden sollen, sondern ging es nicht darum, wie das dokumentiert wird, wie das nach außen hin... Also mit dem Fall bin ich sehr genau befasst. Okay. Also ich habe es so aufgefasst. Die Bürle-Sammlung hat einige jüdisch befangene Arbeiten gehabt, das ist als Bürle hat Arbeiten gekauft, die im Rahmen der Verfolgung durch den Nationalsozialisten den Eigentümern geraubt worden sind. Diese Bilder sind längst restituiert und das, was jetzt hängt, ist nach allen Informationen, die ich habe, clean. Ja. So, trotzdem sagt man, es ist ganz egal, ob die clean sind. Dein Großvater war ein Rüstungsfritze, wenn ich das mal so sagen darf. Deswegen darf man die Bilder nicht hängen. Das sind Forderungen, die Sie in der NZZ und in der FAZ lesen können. Das ist nicht von mir erfunden. Und da muss man sich fragen, ist es eine moralische Haltung, die wir brauchen? Oder sagen wir non olet, wenn mir jemand Geld gibt, ohne Bedingungen, dann will ich das annehmen. Da sind wir, ich sehe, du unterschätzt mich, wenn du meinst, ich sehe das Konfliktfeld nicht. Die Frage ist nur, wie soll man das lösen? Soll man denen, die Geld gegeben haben für die Kuppel, soll man denen sagen, was du hast mal eine rechte Äußerung gemacht, einer der Betroffenen im hohen und vielleicht nicht mehr ganz hellen Alter, und da müssen sich die Erben nun durch den Wolf ziehen lassen und sagen, das ist ja ungeheuerlich, was du da gemacht hast. Ihr wisst alle, wovon ich rede. Ja, aber es ist wirklich ein vermintes Feld, ne? Weil mit Sackler haben die Leute sich den Sponsoren vom Tisch geschubst und andere auch noch, ne? Was du vorher gesagt hast. Nochmal, ich glaube, wir müssen ganz scharf unterscheiden zwischen Sponsoren und Mäzen. Sponsoren, den kann ich mir aussuchen. Und ich muss mir aussuchen, will ich BMW als Sponsor haben? Ich würde sagen, selbstverständlich, die machen so schöne Autos. Und Mercedes und VW und alles. Wenn man natürlich sagt, wer heute ein Auto herstellt, ist bereits ein Umweltverbrecher, dann darf ich von dem kein Geld nehmen. Nicht meine Haltung, aber damit muss man sich auseinandersetzen. Der Mäzen ist jemand, der in aller Regel, außer der kleinen Eitelkeit, nichts verlangt. Ich habe mal eine Ausstellung gesehen vor vielen, vielen Jahren. Da wurden Schiefertafeln gesammelt, da konnte man seinen Namen einschreiben, um die Schiefer in einem gotischen Dom in Holland zu besetzen. Jede dieser Schiefertafeln war mit einem vollständig lesbaren Namen geschrieben. Kein Mensch unterschreibt lesbar, wenn er öffentlich unterschreibt. Das war für mich das Zeichen, für den Himmel schreibe ich es so, dass du mich lesen kannst, obwohl die 112 Meter drüber waren. Das ist für mich so ein Symbol. Wer was Gutes tut, der möchte wenigstens vielleicht zu seinen Kindern sagen, stell dir mal vor, das da oben gehört mir. Das ist ja auch, finde ich, eine menschliche Erregung. Da ist ja gar nichts dagegen einzuwenden. Kommt das Geld dagegen aus Quellen, die wir nicht wollen? Tja, ich habe keine Antwort, weil man es wahrscheinlich auch nicht abstrakt beantworten kann. Jetzt. Sie haben ja gesagt, Sie haben nie Probleme gehabt mit denen, die Ihnen Geld geben. Das ist wunderbar. Also ich hätte schon meinen eigenen ethischen Kodex, wen ich als Sponsor gerne sehen würde und wen ich weniger gerne sehen würde. Aber ich glaube, das ist an dieser Stelle jetzt gar nicht so interessant. Wir haben jetzt unterschieden zwischen den Mäzenen, die interesselos Dinge ermöglichen, und den Sponsoren, die ihre eigene Sichtbarkeit erhöhen wollen. Sie haben aber noch einen dritten Fall aufgetan, und das sind diejenigen, die ihr Geld schon in Kunst investiert haben und das jetzt der Öffentlichkeit zugänglich haben, und wo wir dann posteriorum dann wieder nochmal zurückgehen wollen und sagen, aber es ist mit schlechtem Geld erworben worden. Das halte ich jetzt wirklich für eine Absurdität. Ich glaube, die Kunst sollte immer im Mittelpunkt stehen und die Kunst will gesehen werden. Und wenn sie erworben wurde durch jemanden, der durch Waffengeschäfte sein Geld verdient hat oder was auch immer, so kann die Kunst ja nichts dafür. Ich glaube, die Kunst muss tatsächlich im Vordergrund stehen. Ja, davon sind wir uns ja alle ein. Die Kunst muss der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Das ist das Wichtigste. In viel dramatischerer Weise übrigens in der Wissenschaft. Da wird die Sache natürlich viel dramatischer, weil in der Wissenschaft oft Sponsoren ganz eigene Interessen haben, die
betreiben eine bestimmte Forschung, das richtigen Impfstoff zu machen. Das ist in der Kunst. Testen, ja, zu gehen. Ja, ja. Also das ist, ich glaube, wir sollten das, das ist in der Kunst gar nicht anders. Und ich möchte auch wirklich, die Wirkung von Bildern ist ja nicht zu verachten. Die beeinflusst uns genauso wie die Bilder produzieren Wissen. Bilder produzieren ethische Haltung. Deswegen müssen wir die Freiheit der Kunst extrem fördern. Es ist natürlich, wenn man das genau durchdenkt, und das ist wahrscheinlich in den jüngsten Debatten noch nicht so passiert, dann gerät man natürlich in ein fast uferloses Feld der Differenzierungsnotwendigkeit. Es beginnt dann schon, dass wir jetzt auch nicht wissen, was Herr Mäzenas, der hier auf dem Gemälde abgebildet wird und der Namensgeber auch jetzt dieses Begriffs ist, der wird mit Sicherheit private Sklaven gehabt haben, was halt damals üblich war in Rom. Trotzdem benutzen wir diesen Namen. Es wäre jetzt nun denkbar, sogar nicht mehr ganz unschuldige Kunst sich auszumalen. Nehmen wir mal den Fall, jemand, ein großer Bildhauer, würde moderne Sklaven oder so etwas mit der Beschaffung der Materialien oder gar dem der Ausführung und so weiter betrauen. Es wäre ein Werk, was in einem bestimmten kolonialen Zusammenhängen entstanden ist, obwohl der Künstler vielleicht persönlich ganz, nach heutigen Maßstäben eigentlich integer ist und das Werk sowieso, eigentlich ist das dann schon irgendwie befleckt, muss man da nicht darauf hinweisen. Es wäre ja natürlich eine riesige Diskussion, wenn wir alle amerikanischen Museen, die bekanntlich überwiegend privat gestiftet oder ihre Wings, ihre Flügel haben, halt durch private Geldgeber, wenn wir jetzt immer nachgucken würden, mal wo überall diese Gelder... Aber das passiert in den USA am laufenden Meter. Ja, herkommen. Meter. Nur wenn man es sehr lange macht, ist man halt natürlich bei der Ausrottung der indigenen Bevölkerung in Amerika. Und das ist dann schon ein Problem, wo... Da ist ja die Frage, wo hört man auf? Wo sind zum Beispiel Erben, wie im Falle Flick oder sowas, wo ist jemand in der so und so vielen Generation jetzt nicht mehr ganz so direkt verantwortlich zu machen für das, was der Großvater oder der Urgroßvater getan hat? Andererseits ist die Frage, die würde ich jetzt Ihnen stellen, wie ist das überhaupt zu entscheiden, wie ethisch vertretbar es ist? Ist es zum Beispiel ethisch vertretbar, mit viel Geld Kunst, wertvolle Kunst zu fördern und Künstler möglicherweise in einer Umgebung, wo Menschen noch hungern, wo man sagen könnte, das Geld sollte doch erstmal an elementare Bedürfnisse gehen. Der Mensch lebt zwar nicht vom Brot allein und sollte die Kunst haben, aber ohne Brot lebt er nun gar nicht und sieht die Kunst auch nicht mehr. Diese Fragen stellen sich möglicherweise auch in dieser ganzen Diskussion, in die der Staat jetzt kommt. Immer mehr Anforderungen, ob das jetzt Kriege, Corona-Krise oder sonst was sind an die öffentlichen Haushalte gerichtet. Wo werden sie möglicherweise sparen? Was ist, wenn Sie da an Kunst sparen? Peter Schuster, glaube ich, eingangs eine ganz schöne, beiden sehr apodiktischen Einleitungen hat mir das sehr gut gefallen, eigentlich am besten gefallen, die Erklärung, dass wir die Zivilgesellschaft für die Kunst bleiben und dass die Kunst eine Zivilgesellschaft erst herstellt. Und wenn in dem Moment, wo wir aufhören, die Kunst zu fördern und uns nur noch den leiblichen Überleben widmen, ist es die Frage, wo hört der Mensch auf und wo beginnt der Mensch? Also wir brauchen ja die Kultur. Wir brauchen ja die Kultur, weil die Kultur, die ist im Grunde genommen das Spiegelbild und nicht nur das Spiegelbild, sondern eine Gesellschaft zu erstellen, ist ein kultureller Akt. Und wir müssen einfach die Kultur fördern, damit die Gesellschaft entstehen kann und nicht nur das animalische, menschliche Leben. Das ist die Frage, was war zuerst das Huhn oder das Ei? Wir können natürlich nicht Menschen verhungern lassen, dann gibt es auch keine Gesellschaft mehr. Man muss die Waage halten, aber man kann jetzt auch nicht nur füttern und nicht mehr bilden. Ja, das geht nicht. Natürlich, die Idealforderung ist, beides zu tun. Ja, aber das Gleichgewicht ist sehr empfindlich, aber es kann nicht nur zugunsten des einen gehen, wie zugunsten des anderen. Frau Scharf, sehen Sie sich als jetzt private Vertreterin einer
einer Familie von Mäzen, als selber als Mäzenin, ich glaube, es heißt nicht Mäzenatin, sondern dann Mäzenin, richtig, sehen Sie sich eventuell stärker herausgefordert angesichts jetzt möglicherweise von Stadtkämmerern, Finanzministern oder sonst was, die sagen, wir müssen im Moment jetzt so viel andere Not mildern, wir müssen so viel Kredite aufnehmen, wir können jetzt ein Museum, was Ihnen am Herzen liegt, nicht stärker fördern oder müssen vielleicht sogar uns überlegen, da etwas wegzunehmen, weil wir sonst den Schulen wegnehmen müssen oder den Krankenhäusern oder sonst was. Also, glauben Sie, da ist eine stärkere Herausforderung jetzt der wohlhabenden Bürger in der Gesellschaft, der Bürgergesellschaft? Also das glaube ich schon, dass das eine Herausforderung ist, die auch angenommen werden sollte von der sogenannten Bürgergesellschaft. Wird es ja auch angenommen, also so ist es nicht. Und auf unser Museum bezogen ist es ja so, dass es, also wenn wir jetzt mal von diesen 1,8 Millionen für die 19 Museen ausgehen, dann braucht es nicht viel Fantasie, was da bei uns hängen bleibt. Der Verteilungsschlüssel ist nur absurd zu nennen. Also das Ganze ist Quatsch. Wirklich, es ist absurd, was da passiert und seit Jahren passiert und vor allen Dingen passiert, seitdem ich das kenne. Ich habe es ja auch nur erst kennengelernt, erzählt wird einem das ja vorher nicht. Und das ist so, dass es ist nur ein Beispiel, aber wir haben einen Vertrag mit den staatlichen Museen, den könnte ich heute ins Internet stellen, da ist nichts Komisches dran. Jeder kann den nachvollziehen. In diesem Vertrag steht zum Beispiel drin, dass wir pro Jahr 2 Sonderausstellungen machen, die finanziert werden von den staatlichen Museen. Das ist überhaupt nie passiert in dem Sinne, weil das Geld nicht da ist. Also die Ausstellungen, die finanziert wurden, wurden von den Freunden der Nationalgalerie finanziert. Trotzdem haben wir jedes Jahr mindestens eine schöne Ausstellung, manchmal eine sehr schöne und eine kleinere gemacht und so weiter. Und die habe ich jetzt aber nicht im wunderbar großartigen mäzenatischen Stil, sondern auch mit wirklichen Verhandlungen, weil ich nämlich gar nicht einsehe, dass ich für etwas eintrete, was eigentlich in meinem Vertrag mit den staatlichen Museen steht, was gemacht werden soll. Also ich bin da eher, wie soll man sagen, geizig gewesen, aber ich habe diese ganzen Ausstellungen vorfinanziert. Und habe dann ein Wunder der damaligen Finanzgestaltung der staatlichen Museen, das tatsächlich refinanziert bekommen durch die staatlichen Museen. Ich habe natürlich trotzdem etwas dazugegeben, ich habe Kataloge finanziert und so weiter. Und das würde ich jetzt unter Engagement für solche Geschichten fassen. Aber also ich insistiere nochmal darauf, dass eben ein Mäzenatentum in einer Stadt wie dieser mit angespannter Finanzlage, wenn überhaupt nur funktioniert, gefördert werden kann und weiter gefördert kann, dass es auch einfach mehr Gelder gibt, nur funktioniert, wenn die staatlichen Institutionen oder die Ansprechpartner, wo das Geld, die Förderung und was weiß ich hingehen soll, wenn die kooperativer werden. Ansonsten geht diese Sache immer mehr den Bach runter. Ja, es ist so, es gibt da auch was, das klingt jetzt blöd, das bringt auch keinen Spaß. Es bringt wirklich keinen Spaß, weil man hat ja nicht mal einen Verhandlungspartner. Ja. Man hat keinen Ansprechpartner, man ist eigentlich ein Bittsteller, also ich zum Beispiel, ein Bittsteller auf Vertragserfüllung. Ich finde das blödsinnig, das geht einfach so nicht. Eine solche. Und Berlin ist davon geprägt und diese viel gepriesene Reform kommt nicht in die Füße. Es gibt Sammlermuseen, die obskur agieren. Ich sage jetzt wirklich nur mal Berggrün. Und ich denke, der Spaß daran, dass man ein solches Engagement einfordert, nicht jetzt von mir, sondern von Freunden, von Mitbewohnern dieser Stadt, Mitstreitern, die Mitstreitern,
da muss auch was von der anderen Seite kommen, sonst ist das... Ist das denn jetzt auch primär ein kommunikatives Problem erstmal? Also, dass nicht das darüber überhaupt geredet wird? Das ist eine gute Frage, weil ich halte das tatsächlich für ein kommunikatives Problem. Das heißt, für einen Teil. Es liegt noch tiefer, ja. Es ist an der Oberfläche ein kommunikatives Problem. Das heißt, das ist ganz wichtig, weil wenn es nicht kommuniziert wird, geht es ja überhaupt nicht. Also es geht überhaupt nicht. Aber ich glaube, was du meinst, in der Tiefe ist es auch ein hierarchisches Verhältnis, ein administratives Verhältnis. Was ist die Tiefe? Genauer? Es wird nicht kommuniziert, weil man nichts zu kommunizieren hat. Man kann sich hinsetzen und kann sagen, du hast doch in dem Vertrag, steht doch drin. Dass ich sage, ja, das steht drin. Wieder schauen, denn ich habe das Geld nicht. Das ist kein, so kann man nicht, also selbst wenn man freundlich miteinander redet, was dahinter steht, dass man zum Beispiel Verträge erfüllt, wie heißt es beim alten Richard Wagner, was wir sind, sind wir durch Verträge. Da gibt es einen Vertrag, da gibt es einen Anspruch, der wird nicht erfüllt. Und jetzt sind wir aber schon sehr, und um das klar zu sagen, das ist keine Frage des Landes Berlin, sondern eine Frage des Bundes, denn die Stiftung hat dort ihre Heimat. Und das ist, wenn wir eine Ausstellung machen, ganz groß MoMA und alle Nachfolgenden wie Kolder, dann zahlt der Verein auch die Bewachung der Ausstellung. Obwohl ich immer sage, das sind doch sowieso Kosten, die sind eh da. Ja, aber die Bewachung zahlen wir aus dem kleinen Ausstellungsetat, den wir haben, der gar nicht für Ausstellungen, damit wir die Bewachung zahlen können. Mit der Folge, dass die heilsfroh sind, wenn der Verein diese Ausstellung, jetzt kommt Gauguin in ein paar Tagen, dass er die finanziert, damit finanziert er auch die Bewachung. Wie du vollkommen zu Recht sagst, das macht keinen Spaß. Wirkliches Mäzenatentum und der, dem ich mit meinem Mäzenatentum unterstütze, der möchte das Spiel der Kommunikation, das Spiel der Zustimmung, das Spiel des Planens sein, was man macht. Nicht des Mitbestimmens, das ist nicht mein Thema, sondern des Spinnens, dass man am Abend beim Rotwein zusammensitzt und sagt, was geschieht. Dafür ist kein Raum, weil kein Geld da ist. Und dass kein Geld da ist, das liegt an verschiedenen Dingen, unter anderem eben auch am Bund, der das größte europäische Museumsschiff, Stiftung Preußischer Kulturbesitz, schlittern lässt. Deutschland ist ja stolz darauf, dass es trotzdem insgesamt wahrscheinlich das Land ist, was so prozentual am meisten staatlicherseits, also auf den verschiedenen Ebenen für Kultur ausgibt. Musterbeispiel sind natürlich immer die öffentlichen Theater und die Opernhäuser, aber auch sicher gehören die Museen etwa auch dazu. Trotzdem gibt es die Klage, die wir jetzt auch hier hören, ist es eine Frage, dass es einer grundlegenderen Reform in dem Verhältnis da zwischen privaten Geldgebern und öffentlicher Hand bedürfte. Also wahrscheinlich ist es ja jetzt nicht so sehr ein steuerliches Problem. Oder aber gibt es da ein Feld, das sich öffnet, das entnehme ich ein bisschen den Andeutungen, dass man viel mehr eigensinnige, selbstständige, vielleicht privatwirtschaftlich getragene Kulturförderung haben sollte. Was aber in Deutschland, wo man ja so stolz ist, natürlich auf die öffentliche und auch zu Recht stolz ist, auf öffentliche Subventionen von Kulturinstitutionen, was in der Regel einem großen Misstrauen begegnet, weil es dann natürlich auch heißt sofort, ach, was will denn dieser Privatier, der dort Geld, der vielleicht ein Privatmuseum baut oder irgendetwas in die Öffentlichkeit bringt, was bezweckt der nicht eigentlich etwas, was nicht nur kulturelle Interessen angeht? Hat der nicht wieder ein Eigeninteresse? Ist das dann also noch Mäzenatentum oder ist es bereits sozusagen eine Art von indirektem Eigenproduktsponsoring? Ist das das Problem, dass es da zu viel Misstrauen gibt? Sagen wir mal mehr natürlich logischerweise als in einem Staat wie Amerika oder auch in England, also Großbritannien, wo insgesamt die staatliche Kulturförderung sehr viel geringer ist? Jetzt fehlt uns, glaube ich, die Künstlerin, die das Immaterielle herstellt, die Klangkünstlerin. Die wüsste darauf zu antworten, weil der natürlich nicht geholfen ist mit einem Mäzenatentum, das sich auf Sammlungen konzentriert.
Und da gibt es natürlich auch immer diese Frage, wie beeinflusst man durch das Zeigen von Sammlungen einen Kunstmarkt? Die Kunst ist aber ja viel, viel größer als das, was den Kunstmarkt bestimmt. Klar. Es gibt eben eine ganze Reihe von Kreativen, die tatsächlich versuchen, uns ganz neue Perspektiven aufzumachen und die Produkte haben, die man eben gar nicht kaufen kann. Die brauchen natürlich eine ganz andere Art von Förderung, weil die nichts zurückgeben, außer dem Moment des Erlebnisses, der Erkenntnis und so weiter. Da braucht man, glaube ich, dann neben der Förderung durch die öffentliche Hand wirklich Mäzene, die wissen, dass sie nichts zurückbekommen, sondern tatsächlich etwas geben in den Fundus der neuen Bild- und Wissenproduktion, die nicht fassbar ist, aber trotzdem doch eine große Wirkung auf unsere Gesellschaft hat. Also, von einem bin ich überzeugt auf deine Frage. Man kann den Umgang mit der geförderten Institution, also ich bin jetzt bei der Förderung von staatlichen Institutionen, und dem Mäzen, dem Geldgeber, dem Freundeskreis, das kann man nicht regeln. Wenn die es nicht fühlen, wird es nicht behagen. Also zu sagen, man muss sich einmal im Monat treffen und so, das ist alles dummes Zeug. Entweder das klappt, ich erinnere mich an die Zeiten mit Dieter Honisch, mit Peter Klaus Schuster, das war einfach eine lachende Lust, wie wir zusammengearbeitet haben. Und dann gibt es auch gar keine Probleme. Wenn man aber dann mit Entscheidungen konfrontiert wird, wo man sagt, okay, dann fällt, du hast recht, also die Freude, man kann auch sagen, die Lust, und ich sage die Wollust weg. Denn, Mäzenatentum, das keinen Spaß macht, ist auf die Dauer nicht zu tragen. Ich kenne das sehr intensiv aus dem Musikbereich. Da gibt es Unglaubliches, wovon man, wenn man nicht drin ist, keine Ahnung hat. Da hat einer 5 wertvolle Celli und es macht ihm den größten Spaß, um den jungen Cellisten und Cellistinnen natürlich zu schauen und mit denen zu reden, am Abend sich zu treffen. Da sagt er, ich verleide das. So läuft das. Aber das setzt natürlich auch bei den Geförderten voraus, dass sie verstehen, dass der Mäzen nicht nur Geld abgeben will, sondern Nähe haben will. Das ist vielleicht auch ein eigenes Interesse. Aber das ist doch eigentlich das. Ich meine, warum engagierst du dich so in der Sache? Weil es dir Freude macht. Es macht dir Freude, mit deiner wunderbaren Kuratorin zu entscheiden, wir stellen jetzt André Tompkins aus und dann läuft es. Wenn diese Lust nicht mehr dabei ist, dann ist es nur noch Frust und das ist das Gegenteil von Freude. Das ist leider die Wahrheit. Wollen wir jetzt mal einen Moment, wir haben jetzt schon 1,5 Stunden hier, das sollte eigentlich so die Spielzeit, nun haben wir, wenn beim Fußball gäbe es jetzt noch die Halbzeit, dann dauert es 1,75 Stunden. Wenn wir diese Viertelstunde vielleicht draufgeben, auch mal fragen, ob Sie Fragen haben, aufgrund des Gesagten. Es gibt, glaube ich, ein Saalmikrofon, liebe Frau Fennerk, direkt neben Ihnen ist, vor Ihnen jetzt, hatte sich jemand gemeldet. Guten Abend. Naja, vielleicht geht es auch so. Nee. Na, hier sitzen um die Ecke noch Leute. Guten Abend, mein Name ist Armin Berger. Ich komme aus Zürich und habe die Veranstaltung entdeckt und die hatte mich sehr interessiert. Jetzt haben Sie mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht heute Abend. Ich hatte eine bestimmte Frage, die hat sich eigentlich schon fast gelöst, denn die Frage, ob Kunst heute ein Mäzenatentum braucht, war eigentlich vorher schon klar, aber haben Sie, so wenn ich das richtig interpretiere, mit einem deutlichen Ja bestätigt. Jetzt, Sie, Herr von Becker, hatten die Frage gestellt an Frau Draganovic, Verzeihung, wo denn die rote Linie liegt. Die Frage ist für mich jetzt noch nicht genau beantwortet worden, obwohl wir so viele unterschiedliche Aspekte dieser Frage betrachtet haben. Sie haben einige Beispiele genannt, unter anderem die Firma BMW, die durch eine Vielzahl von Skandalen in den letzten 20 Jahren aufgefallen ist, mit Arbeitsverträgen, mit ungleicher Bezahlung, der Dieselskandal etc. Wir haben bei der Frage vom privaten Mäzenatentum das Beispiel mit der Maya Hofmann in Arles, die quasi einen Stadtteil, in dem sehr viele arme, ungebildete Menschen leben, denen Schulsysteme verwehrt blieben, die von sehr vielen Flüchtlingsproblematiken und der zweiten und dritten Generation von Menschen aus Afrika
bewohnt werden, die jetzt mit der Frage stehen, was wird aus unseren Wohnungen, wieso kommen so viele Sponsoren aus dem Ausland und kaufen um dieses neue Kunstmuseum herum die Häuser auf, wieso entstehen plötzlich Restaurants, die sich keiner leisten kann. Wieso sagt Frau Hofmann, ja, aber ihr bekommt doch, wenn ihr für uns arbeitet, ich weiß nicht, 10 Euro am Tag oder 20 Euro am Tag und ein Kaffee in diesen Kaffeehäusern kostet auch schon 5 Euro, was es vorher sonst nicht gab. Also meine Frage jetzt nur anhand dieser Beispiele, können Sie nicht, wer schafft diese Regeln, wo wollen wir diese Grenze ziehen, der Verantwortung? Was ist mein Beruf, womit habe ich mein Geld verdient? Wir hatten auch das Thema mit dem Self-Sponsoring, der Selbstdarstellung in der Kunst. Wo sind da die roten Linien? Wer nimmt sich heraus, Regeln zu schaffen, wen wir als Sponsor oder Mäzen akzeptieren oder nicht? Ob Sie vielleicht dazu noch was sagen möchten. Danke. Die Frage verwirrt mich ein bisschen, weil ich den Eindruck habe, wir haben ja wieder zwei verschiedene Ebenen. Es geht einmal um die Frage, wer ist die Person, die wir akzeptieren? Die andere Frage ist, was akzeptieren wir als mäzenatische Förderung? Das Museum, das ganz klar zur Gentrifizierung beiträgt und den ursprünglichen Bewohnern ihre Lebensgrundlagen entzieht, das ist ja... Das hat jetzt wenig mit der Person des Mäzens zu tun, sondern tatsächlich mit dem Ziel, was er mit seiner Förderung verfolgt. Ich glaube, da liegt der Hase im Pfeffer. Also ich als Kulturinstitution würde mir wünschen, dass jemand vertraut unserer Tätigkeit, die durch eine Mission oder ein Statut festgelegt ist, wo es ganz klar ist, wir fördern das und das. Wer unsere Mission teilt und unterstützen will, dessen Geld nehmen wir gerne. Vielleicht nicht unangesichts, wenn mir bekannt ist, woher die Gelder stammen und wir nicht auf derselben ethischen Ebene uns bewegen, würde ich das Geld nicht annehmen wollen. Aber im Grunde genommen geht es darum, wer fördert dieselben Ziele wie ich und dessen Geld ist gern gesehen. Solange es nicht aus Quellen stammt, die sich nicht mit unseren Zielen vereinbaren lassen. Das ist, glaube ich, der einfachste Satz, den ich hinkriege, der aber noch kompliziert genug ist. Also dem würde ich beipflichten, wobei Ihr Beispiel ja tatsächlich auch ein Konflikt ist, der sich gar nicht mehr lösen kann. Also außer, sagen wir mal, die Förderung des Museums würde stark auch eingreifen in die Infrastruktur, da Förderungen machen und so weiter. Und dann ist das wahrscheinlich gegeben. Aber ich sehe diese Probleme auch in der aktuellen Zeit. Also ich erinnere jetzt nur mal, wenn wir zurückdenken an das Oetker-Museum, wo ist das? In Bielefeld, genau. Und die Skandale, die es darum gab, um die Namensgebung und so weiter. Wenn man das jetzt noch mal wieder liest, dann denkt man, um Gottes Willen, wie kann sowas eigentlich überhaupt passieren? Wie ist so viel Uneinsichtigkeit und drüber wegsehen und beide Augen zudrücken überhaupt möglich? Und da werden wir uns dann wahrscheinlich auch alle hier einig sein, so geht das nicht, das muss man da anders machen und so weiter. Aber das sind ja alles Sachen, die sich auf die Vergangenheit beziehen und dann, wenn es dann auch noch mit dem Nationalsozialismus zu tun hat, haben wir alle sozusagen gutes Gewissen, wenn wir uns da positionieren können und sozusagen dann auch unser eigenes Gewissen ein bisschen reinwaschen können. Aber in dem Moment, wo das in die Gegenwart hineinkommt und wir solche wirklichen Entscheidungen treffen müssen, wird das wirklich schwierig. Also ich würde auch sagen, BMW darf die da ruhig hin und her fahren, weil, ja, sind schöne Autos und natürlich hat der Skandal. Aber wo wären die Grenzen jetzt? Die sind nicht... Ich wäre bei BMW auch schon nicht mehr dabei. Ja, aber gut. Ich würde Frage, halt nicht hin und her fahren wollen. Die Frage ist dabei auch, ob nicht diese durch die Fragestellungen einfach bestimmte in der Gesellschaft auch, in der Politik, in den Medien ausgetragene Diskussionen entstehen und auch angeregt werden, die so etwas neu
austarieren. Noch reden wir ja von keiner Autofirma, in dem Falle von BMW, die jetzt sagt, wir wollen ewig den Benziner herstellen, uns interessiert nicht der Klimawandel und wir werden auch garantiert kein Elektroauto bauen. In der Situation sind wir nicht. Wäre es jetzt nur, das fiktive Beispiel, wäre es eine solche Firma oder sowas, wäre man wahrscheinlich relativ schnell sich in einem auch gesamtgesellschaftlichen Diskurs einig, dass diese Gelder problematisch wären und wahrscheinlich würde diese Firma auch übrigens große Probleme möglicherweise beim künftigen Absatz ihrer Autos kriegen. Das ist also ein Stück fiktiv, aber nicht fiktiv scheint mir zu sein, wenn ich das nur gerade und schnell darf, ich habe es nicht ganz genau verstanden, wenn ein privates Museum neu gebaut wird und dadurch die einen Stadtteil verändert. Das ist ja auch so ähnlich, wie wenn neue, schöne lokale Restaurants entstehen oder sonst was. Das hat einen Gentrifizierungseffekt. Dann steigen plötzlich die Attraktivität der Häuser drumherum, der Wohnungen und also die Mieten steigen oder die Grundstücke werden teurer. Und das ist etwas, was natürlich immer, weil alles mit allem zusammenhängt, auch, glaube ich, dann wieder einer gesamtgesellschaftlichen, einer sowohl sozialpolitischen wie kulturpolitischen Entscheidung und Diskussion in einer Stadt bedarf. Bilbao ist das Beispiel. Die lebt auf, aber wahrscheinlich sind die Mieten dort auch sehr gestiegen in Bilbao. Trotzdem wird es überwiegend als positiv der Effekt für die Stadt, die eine Dying City davor war, empfunden. Es ist irrsinnig heikel. Ich glaube, ein Idealrezept werden Sie von uns hier nicht kriegen können. Für jeder Fall. Ich finde, Frau Dr. Granovic hat ein entscheidendes Wort gebraucht, nämlich das Wort Vertrauen. Vertrauen kann man nicht regeln. Du kannst einen Ehevertrag machen, wo genau drin steht, wer welches Geld hat. Das Vertrauen untereinander kann man nicht festlegen. Und das gilt natürlich auch da. Was ich aber schon originell finde, dass du sagst, wenn wir eine Autofirma haben, dann fragen wir erst mal nach, wollt ihr auch alternative Autos herstellen? Dann bist du ein Sponsor. Wenn du Harry Davidson sagst, ich bleibe, das ist nicht meine private Motor Meinung, es wird gefragt. Immer behalte ich mein Motorrad bei, weil das nun unser Markt, dann nimmt man ihn nicht. Das finde ich einen originellen Gedanken. Ich käme nicht auf die Idee, bei BMW, wenn Sie sagen, ich sponsere dir deine Ausstellung, zu sagen, ist wenigstens 50% deiner Produktion alternatives Autofahren. Das, also jedenfalls glaube ich nicht, dass, was unser Zürcher Freund gesagt hat, dass man die rote Linie auf diese Weise ziehen kann. Mit alternativen Bauten ja, ohne nein. Also wenn irgendein Nahrungsmittelhersteller fördern will, da muss ich erst mal fragen, wie viel Prozent ist denn Bio und wie viel nicht. Ich weiß nicht, ob es so geht oder ob das in Zukunft ist. Aber ich würde gerne noch vielleicht zum Abschluss eine lustige Geschichte erzählen, wo eine rote Linie gezogen wurde, und zwar von den staatlichen Museen. Ich weiß nicht, wer es entschieden hat, aber ich hatte mal geplant, eine Vortragsreihe von Kunsthistorikern so ein bisschen zu den Themen unseres Museums zu machen, und das sollte vom Auktionshaus Christie's gefördert werden. Die stellten also die Vorträgende, und das hatte alles Hand und Fuß. Und das Einzige, was die wollten, die waren keine Mäzene, sondern Sponsor, die wollten auf den Tischchen, die wir hatten, Aufsteller, und die wollten irgendwie, also sehr dezent, ihren Namen. Das wurde mir verboten. Da sind wir natürlich genau beim Thema. Ja, meine ich ja. Die ist gar nicht lustig, sondern sie ist ganz reell. Es ist, man... Christie's organisiert das, das machen sie ja in anderen Bereichen auch. Wir waren ja vor wenigen Tagen bei der Irak-Ausstellung, die sie gemacht haben. Sie dürfen es finanzieren, aber wenn auf dem Schild steht, hast du ein Bild übrig, geh zu Christie's, dann ist es unzulässig. Ja, da sind wir genau im Thema drin. Da gibt es keine Regelung. Das muss derjenige, der so eine Veranstaltung macht, selbst entscheiden. Ich würde selbstverständlich sagen, wenn Christie's das macht, könnte ich das hinstellen. So, das hast du bis das nächste Mal kommen und sagen, was sie tun. Riesebach als übernächstes. Aber ich wäre da großzügiger. Aber ja, ich habe es ja nur gesagt, weil ich das völlig absurd finde. Ja, ich auch. Also Lessing hat gesagt, vielleicht am Abschluss, als der Prinz den Künstler in der den Künstler fragt, wie es geht, und da sagt er, die Kunst geht nach Geld, geht nach Brot, nach Brot. Das meint aber natürlich, es braucht das Geld, um das Brot. Was sagt der Fürst drauf? Das soll sie nicht. Das soll.
Das finde ich viel interessanter als den ersten Satz. Braucht also die Kunst noch Mäzenatentum? In jedem Fall braucht die Kunst Publikum, Menschen, die sie lieben, die sich dafür interessieren. Und dann wird es auch immer welche geben, die sie vielleicht, soweit sie erwerbbar ist, kaufen oder den Kunstgenuss eines Konzerts oder etwas auch eines flüchtigen Moments darf dafür Geld aufwenden. Und im Ganzen gesehen ist natürlich die Frage, natürlich braucht sie es. Aber man sieht, dass in der Gemengelage heutiger sozialpolitischer, kulturpolitischer Diskussionen oder so etwas sich dann in vielen, vielen Einzelfällen, das, was hier gelegentlich auch als vermintes Gelände bezeichnet wurde, auftut. Und dann eben, weil alles mit allem zusammenhängt, es auch im Einzelfall schwierig werden wird. Sozusagen würde ich aber trotzdem denken, meinen Sie, dass es deswegen ein Jein oder bleibt es bei einem klaren Ja auf diese Frage, wenn ich das einmal... Es bleibt bei einem klaren Ja, aber wir haben hier einen Aspekt, dass ich mal irgendwie so den Punkt des obszönen Geldes, ja. Also nicht des schlechten Geldes, sondern des obszönen Geldes beantworte. Also die ganzen großen Sammler, Pinot, Arnault und so weiter, Saatchi, wo eine derartige Geldanhäufung im Vermögen ist, dass die natürlich Paläste kaufen können und so weiter, wo sich in dem, weil die sich ja kulturell interessieren, in dem Fall mir persönlich die Frage stellt, ist eine solche, diese Milliardenanhäufung in Privatvermögen, die ist für mich so obszön, dass ich mich frage, müsste es da nicht eine Umverteilung geben in Bezug auf Kultur und Bildung? Also das finde ich wirklich Wahnsinn, weil die kaufen einen Palast und dann haben sie ja immer nur noch irgendwie 2 Milliarden weniger. Und ja. Schlusswort. Bitte? Also, wenn ich da drauf. Ja. Konstruktiver Vorschlag, ja. Also ich glaube, also dass diese Fragestellung angeblich, also wenn wir anlässlich überhaupt der Frage natürlich, das hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, ob es nicht auch einen ethischen Konflikt mal geben kann angesichts, sagen wir mal, zwischen Arm und Reich in Gesellschaften unterschiedlicher Art, es da auch nicht im Mäzenatischen sich ethische Fragen und der Abwägung stellen. Natürlich war dann die Antwort, wir wollen beides, also wir wollen in Bildung, in soziale Chancengleichheiten etc. Geld gegeben sehen, aber gleichzeitig eben auch in die Kulturinstitutionen, die ja wieder selber Bildungseinrichtungen ein Stück weit sind, denn Bildung, das in dem Wort steckt das Wort Bild und es braucht Vorbilder. Und wahrscheinlich ist das Wichtige, um es da den Kreis zu dem Anfang zu schließen, auch zu den Anfangsworten von Peter Klaus Schuster und auch von Peter Raue. Es braucht Vorbilder auch für die Art des fruchtbaren Geldgebens, sowohl von natürlich staatlicher Seite als auch von privater Seite. Und es gibt sehr, sehr viel privates Vermögen. Es gibt aber immer noch einen großen Mangel, beispielsweise in einer Stadt wie Berlin, an zivilgesellschaftlichen Engagement. So sehr es hunderte von Stiftungen gibt, so sehr es Anstrengungen gibt, die gar nie ins Licht der Öffentlichkeit geraten, trotzdem fragt man sich natürlich bei vielem auch angesichts des Wohlstandes, den es nämlich in der so angeblich armen Stadt des privaten Wohlstandes gibt, natürlich noch immer, warum zieht es in den Schulen, warum gibt es dort immer noch nicht die Computer oder die Lüftungsgeräte, und wahrscheinlich kann man das für viele Kulturinstitutionen dann auch wieder sagen. Und das größte, eine Erkenntnis dieses Abends ist ja auch, dass es die größte Stiftung, Kulturstiftung im Land und in der Stadt hier nicht schafft, offenbar bisher in einen befriedigenden, fruchtbaren oder gar wollüstigen, mindestens lustvollen Austausch mit den privaten, zivilgesellschaftlich engagierten Freunden ihrer Museen und Galerien und Nationalgalerien zu treten. Und ihren Angestellten. Sagen wir auch, das ist nur ein sozialer Aspekt. Ja. Tragen Sie das doch bitte weiter und dann danken wir Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus